Hallo, wissen Sie davon zu abnehmen? Ute und Nicole. Und heute kochen wir? Ja, wir machen heute eine Tortilla. Und zwar haben wir einen super Trick, um die doch sehr fettige Bratwurst zu ersetzen, die man da oft reinmacht, mit Schinken und unserem geräucherten Paprikapulver. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Den Abonnieren-Button findet ihr unter dem Video. Außerdem könnt ihr unsere App herunterladen. Wir schicken euch dann immer kurz eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Den Link zur App findet ihr in der Info. Außerdem seht ihr hier auf der Seite immer so ein i. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr den Link zu unserem Blog, zu anderen Videos, die so ähnlich sind wie dieses Video. Heute machen wir einen Sattmacher. Ihr findet dann auch einen Link zu unserer Sattmacher-Playliste, falls ihr noch mehr Sattmacher sehen wollt. Ja, schaut einfach mal vorbei und vielleicht findet ihr noch andere Dinge, die euch interessieren. Ja, wie gesagt, heute ein Sattmacher. Und was machen wir rein? Also zunächst brauchen wir natürlich die Kartoffel. Die haben wir schon vorgekocht oder man kann sehr gut auch Reste nehmen dafür. Ist ja immer auch wichtig, Reste sinnvoll einzusetzen und nicht einfach nur die Reste zu essen, sondern am besten das wieder in ein anderes, gesundes Gericht zu integrieren. Also wie gesagt, Kartoffeln, feste Kartoffeln oder festkochende Kartoffeln, kochen, schälen und würfeln. Am besten man kocht sie im Vortag, dann lassen sie sich besser anbraten, zerfallen nicht so leicht. Dann kommen natürlich die Eier rein. Gewürze haben wir schon angesprochen, Pfeffer und Salz kommen noch dazu. In die Schüssel, wo ich die Eier reingebe, habe ich schon mal ein bisschen Petersilie reingemacht. Dann haben wir natürlich ein bisschen frisches Gemüse. Wir nehmen jetzt Paprika und Frühlingszwiebeln und da haben wir noch ein paar Tomaten liegen. Was das Gemüse angeht, ihr könnt alles mögliche reinmachen. Champignons sind auch noch eine Option oder ja einfach auch Hülsenfrüchte, also wie zum Beispiel Erbsen, sind auch immer eine gute Option bei Sattmachergerichten, weil man sie da nicht extra berechnen muss, wohingegen Hülsenfrüchte aber Points haben. Also beim Nicht-Sattmachergericht müsste man sie extra berechnen. Mhm. Was auch noch schön ist im Sommer, wären vielleicht Zucchini. Mhm. Das sind so Gemüse, die viel Wasser enthalten, die auch egal an Sattmachertagen und Nicht-Sattmachertagen einfach nur gut sind für uns und für euch, weil sie es ziemlich satt machen, sie enthalten viel Flüssigkeit, Ballaststoffe sind einfach gesund. Ja, damit noch viel angesprochen schon den Schinken und dann noch ein paar Kräuter zum Garnieren. Diese Schinken, das sind Schinkenwürfel, die kaufen wir so, oder? Sind das Schinkenwürfel? Okay. Die kaufen wir so. Im Supermarkt sieht man die oft, das sind Schinkenwürfel, die haben nur 2% Fett und die sind dann ein Sattmacher. Okay, dann heizen wir mal die Pfanne an. Backofen haben wir auch schon mal vorgeheizt, weil wir wollen es dann im Backofen gar ziehen. Ja, weil wenn man das Tortilla versucht zu wenden, dann hat man meistens Rührei statt Tortilla. Ich schlage die Eier jetzt zu der Petersilie in eine Schüssel. Dazu gebe ich jetzt ein klein wenig von diesem geräucherten Paprika. Etwas Salz. Also da musst du jetzt aufpassen, ich habe diesen geräucherten Schinken, der ist etwas salzig. Aber wir haben auch viel Gemüse, deswegen würde man sagen, ein halber Teelöffel darf es schon sein. Paprika, Pfeffer noch. Und dann rühre ich das Ganze einfach noch durch. So, und jetzt kommt alles in die Pfanne. Für alles, das in die Pfanne klebt oder leicht klebt, das ist ja eine Geschichte, da geht es ja einigermaßen, so muss man die Pfanne erst gut anheizen und dann erst das Öl reingeben. Ich nehme jetzt Olivenöl für dieses Gericht und zwar einen Esslöffel. Und fangen an, die Kartoffeln anzubraten. Wenn die Kartoffeln etwas Farbe haben, gebe ich noch den unteren Teil der Frühlingszwiebeln dazu und den Schinken. Und das ist auch noch kurz anbraten. Ich habe jetzt die Zutaten gut in der Pfanne verteilt. Schalte den Herd aus. Dann kommen darauf die Eier. Und dann verteile ich noch das Gemüse. Ich nehme jetzt ein bisschen Paprika, das Grün von der Frühlingszwiebel und ein paar Cocktailtomaten.
nicht so viel Tomaten, weil da geht ja viel Flüssigkeit raus und das Ganze würde sonst etwas nass werden. Vielleicht drücke ich es noch so ein bisschen nach unten. Jetzt stelle ich es in den Backofen. Wenn man die Pfanne in den Backofen stellt, immer überprüfen, ob der Henkel oder ja, der Henkel auch backofenfest ist. Im Originalrezept werden die Eier bei 200 Grad stocken gelassen, aber meine Pfanne geht nur bis 180 Grad. Deswegen habe ich den Backofen jetzt so eingestellt und das wird etwa so 10 Minuten dauern, schätze ich. Wenn ihr noch eine gute beschichtete Pfanne braucht, ich kann euch die von Tefal wirklich empfehlen. Wir machen auf dem Blog noch einen Link und dann könnt ihr es euch mal anschauen. Wir hatten das jetzt 15 Minuten im Ofen, weil es doch ein bisschen dick, also soll ja auch dann gut durch sein. Ich mag das nicht, wenn das Ei noch so flüssig ist, also ist vielleicht auch Geschmackssache. Diese Pfanne ist jetzt für 3 Portionen, hat insgesamt dann was? 30? 27. 27? Entschuldigung, doch 30. 30 Points, also 10 pro Person. Ja, ich finde, es sieht schön aus. Es ist so richtig, so bunt halt einfach. Ne? Sind schon auch schnell gemacht. Also es ist ein tolles Abendessen auch oder eventuell auch mal ein Brunch. Das Rezept gibt es ja zum Gratis-Download, wie immer, auf unserem Blog. Und wenn ihr die App habt, dann kriegt ihr eine Push-Meldung, wenn wir ein Video hochladen. Und dann braucht ihr nur die Push-Meldung anklicken, dann landet ihr auch automatisch auf dem Rezept. Also ist eine super Sache. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch und vergesst nicht, die App runterzuladen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.